Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within 2 mit lauter Schlabberschleim. Und wir suchen immer noch Myra. Myra hat ja unsere Lily entführt. Und ich bin mal gespannt, ob die sich irgendwie versöhnen können. Aber ich bezweifle das ja so ein bisschen. Jetzt ist halt die Frage, wo müssen wir hin? Wir sind hier aufgewacht, beziehungsweise wurden hier... Ah, guck mal. Oh, bitte kein Boss. Oh Gott. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was hast du vor, Myra? Das Ende dieser Welt, Kapitel 15. Okay, Leute. Suche nach Myra. Die Frage ist, möchte ich die überhaupt finden? Die andere Suche, Frage ist, okay, da haben wir noch das. Nehmen wir noch einen Schuss. Okay, Leute. Ich gehe davon aus, wir müssen die auf jeden Fall noch bekämpfen, weil die wird unsere Lily nicht rausrücken. Gucken wir mal. Ach, das sind wieder hier die Typen, die man hier... wo man Springbrunnen bauen kann. Springbrunnen! Okay. Dann gucken wir mal. Nein! Okay. Myra, wo bist du nur? Ja, die Frage ist, wollen wir die wirklich finden? Ich glaube nämlich, die ist nicht so gut gesonnen. Der bekam das Sonnenlicht hier im Union nicht so gut. Die dreht ein bisschen am Rad. Mit ihrer komischen neuen Fähigkeit. Die sollte mal zum Sport gehen. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Guck mal, der blubbert noch. Lebst du eigentlich noch? Würde mich auch mal interessieren. Leben die Viecher noch? Das ist Kunst, Leute. Hier, wie heißt er? Stefano. Stefano wäre stolz auf uns. Hat er da noch? Guck mal, der hat noch einen Arm am Knie. In der Hand, meine ich. Eine Hand am Knie. Wird die eigentlich größer, die Blutpfütze da unten? Nee, schade, es verschwindet. Schade. So. Frage ist, was sollen jetzt hier auch für Gegner kommen? Hier ist ja alles kaputt. Hier gibt es auch gut Loot. Das deutet auf jeden Fall auf einen Bosskampf hin. Wenn ihr mich fragt. War doch gerade noch irgendwo was. Ja, Rauchpulver ist jetzt nicht so geil. Machen wir mal Licht an hier. Was ist das? Eine Vase, Digi. Die kann man aber nicht kaputt machen, schade. Alter, da probiert jemand seine neue Nebelmaschine aus. Myra? Es ist vorbei. Holen wir Lily und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Hör auf! Verdammt! Du musst mir zuhören! Myra, was ist los? Kämpf dagegen an! Ich kann nicht. Ich muss Lily beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut.
Geh. Sebastian, sofort. Verschwinde. Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Myra! Scheiße! Was hat sie nur vor? Eigentlich war es ja klar. Folge Myra durch die Überreste von Union. Eigentlich war es klar, das ist wieder so ein Familiendrama-Ding. Finde ich aber gar nicht so kacke. Wir müssen wieder die ganze Zeit auf sie einreden. Myra, wir sind's doch. Myra, bitte tu uns nichts. Wir lieben uns doch. Myra, bitte. So. Dann haben wir wieder hochwertige Waffenteile. Das bedeutet, wir können nochmal zurück zu unserer heimlichen Affäre der Krankenschwester in unserem Zimmer. So, Miezekätzchen, hast du eigentlich wieder ein paar Schlabberschleimdinger für mich, oder was? Oh, guck mal, sie geht, sie haut ab. Das heißt, sie hat Schlabberschleimdinger für uns. Die Katze ist super. Wir haben aber keine neuen Dias. Ich habe mich aber hier nur hingesetzt, damit die Katze abhaut. Oh, sie hat nix. Du hast nix. Katze, warum hast du nix? Schlagen, schlagen. Nein, würde ich nie machen. So, das heißt, wie viele Ersatzteile haben wir noch? Waffenteile, genau 100. Das, ja, hat sich somit dann auch erledigt, aber wir können herstellen. Die Frage ist, was möchte ich herstellen? Sniper-Muni ist eigentlich ganz geil und wir haben immer noch nicht die Tanks gefunden. Die, ja, Tanks. Wie, Tank? Was ist die Mehrzahl von Tank? Tanks. Die Tanke. von dem Flammenwerfer haben wir noch nicht gefunden. Schade eigentlich. Ansonsten sieht das munitionstechnisch doch gar nicht so scheiße aus. Wir könnten ein bisschen Schrotmuni gebrauchen. 3 Stück, wow. Kältebolzen, ob das was bringt bei einem Endboss, also bei dem Großen. Wir machen das mal. 2 Stück. So, ansonsten, dann war es das schon wieder mit Herstellen. Gut, gucken wir mal. 100 Teile. Da bleibt echt nicht mehr so viel übrig. Für 100 Teile, da können wir vielleicht noch das Präzisionsgewehr. Halt, Moment, bevor ich das nehme. Kostet natürlich 120. Na, wir schalten es schon mal frei, komm. 120 Teile und die haben wir natürlich nicht. Es fehlen 20. Gut, dann nicht. So, dann lasst uns noch mal gucken bei der Schlabberschleimtante. Wir haben nur 1000 Gel, brauchen wir also auch nicht hin. Gut, war nur mal ein Check, Leute. Ich wusste ja jetzt nicht mehr, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Das heißt, auf zum Boss. 100 Pro kommt da ein Boss. Ich mag die Musik irgendwie. Die ist beruhigend. So irgendwie so gar nicht. Da ist auf jeden Fall eine Pflanze. Da hinten. So, liegt überall Loot. Und keine Gegner. Willst du mich eigentlich... Das stinkt zur Hölle, Leute. Das stinkt zur Hölle. Die kommen gleich alle, ich schwör's euch. Irgend so eine Schlabberschleimviecher bestimmt. So, hier liegt überall Loot. Und Flaschen vor allem. Myra! Sei doch nicht so laut. Folge ihr leise. Ich habe zu laut nach Gegnern gerufen, habt ihr es gemerkt? Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Mir fehlt dieses Pfeifen. Komm, den einen kriegen wir auf jeden Fall. Ey, ich habe zweimal gedrückt, als das Vieh da stand. Zweimal X gedrückt, er hat es nicht akzeptiert. Latenz oder was? Oh, ich mal Blümchen pflücken. Au! Den. Oh, hier liegt aber echt viel Loot, Leute. Ja, komm rein, hier, komm. Jetzt treffe ich dich aber. Natürlich treffe ich dich nicht, sondern er sammelt das auf. Manchmal fragt man sich. Schön, dass er jetzt brennt, aber könnte ja auch mal umfallen. Das ist auch ein bisschen fail, dass er nicht das macht, was man drückt, sondern lieber aufhebt.
Ja, natürlich. Alter. Weißt du, du stehst links am Auto, er rennt komplett einmal ums Auto, nur damit er dich von der rechten Seite kriegt. So, jetzt aber, komm. Ich werde Muni sparen. Aber irgendwie geht das bei den Viechern nicht. Jetzt. Alter. So, wo ist der andere? Mal jetzt hier deine Spritze. Wir haben nur noch eine Spritze, das ist nicht geil, aber wir haben ja Pflanzen aufgesammelt. Dim, 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 dim. Ist aber richtig viel Zeug zum Sammeln. Schockbolzen, Schrotmuni. Guck mal, der brennt da immer noch, fröhlich vor sich hin. Hier haben wir auch noch Bolzen. Die nehme ich natürlich gerne. Aber wir müssen den da jetzt töten. Sonst. Schrei mich nicht so an. Komm rein hier. Kommen Sie rein, gucken Sie raus. Dann kommt dein Kumpel. Dein Kumpel ist schlauer. Ach ey. Das nervt mich ein bisschen. Dass das nicht mehr funktioniert. Das war knapp. Okay, am Auto müsste es doch aber funktionieren. Nicht doch da hoch! Alter, du drückst das oder? Mann, nee. Also die Steuerung ist gerade echt ein bisschen behind. Oh, fuck, keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer mehr. Bisschen joggen. Ums Auto, fang mich doch. Nee, 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 nee. So, jetzt hier muss es aber klappen. Da können sie nicht so einen riesen Bogen laufen. Eins. Zwei. So. Geht doch. Okay. Wollte ich mir fast denken. Okay. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Oh, wir sitzen hier voll in den Flammen. Aber es ist kuschelig warm, Leute. Es ist kuschelig warm. So, haben wir noch irgendwo Loot übersehen? Din, 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 din. Ja, haben wir. Ja, okay, die wird als nächstes als Boss kommen. Aber dann frage ich mich. Wir sind Kapitel 15. Von 17, wenn die jetzt als nächstes als Boss kommt, dann muss es ja noch einen anderen miesen Typen geben. Kommt man hier durch? Oh ja, klar. Myra, hör auf! Oh. Immer rauf auf die Wirbelsäule. Und die Viecher haben es nicht gehört, Leute. Guck mal, einer ist stumm. Ach, jetzt kämpft er weiter. Verdammt. Noch mehr? Dafür habe ich keine Zeit. Hier bin ich. Hallo. Hat er mich nicht gesehen? Ja. Ey, die Viecher sind doch blind. Ach so, weil ich das ausgerüstet habe. Ich habe das ja gelernt. Weil ich das ja gelernt habe, dass die mich nicht so schnell erkennen. Ach. Halt still jetzt. So. Klar, Leute, ey, wenn es hier so viel Loot gibt, zieht euch das mal rein. Hier ist sogar noch ein First Aid Kit. Das heißt, das nehmen wir. Das
Zack. Einfach aus Prinzip und nehmen das nächste mit, das neue. Auch irgendwo Loot übersehen? Nö. Ey, willst du mich verarschen? Dein Kollege da, der da hinten, der hat mich nicht entdeckt. Und du erkennst mich von 10 Kilometer Entfernung. Ah, schade. Bisschen auftauen, den Jungen. Ja, das klappt nicht, das sieht man schon. Din, 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 din. Komm, wir haben genug Muni. Hä, wo kommt der andere jetzt her? Schnell hin, schnell hin. Ach, Kacke. Wow. Gut ausgewichen. Oh, doch nicht ausgewichen. Ich dachte, du bist ausgewichen. Oh, die stehen zu schnell wieder auf. Die sind krass, die Viecher. Wie viel der aushält. Der kämpft mit halbem Kopf weiter. So. Flaschen mitnehmen. Die Flasche. Nimm die Flasche. So. Was war das für ein Geräusch? Oh Mist, hier hätte ich auch das... Ah, ja. Hinterher ist man immer schlauer. So, Rauchbolzen. Ich habe keine Ahnung, wofür man Rauchbolzen überhaupt braucht. Meine zum Abhauen, okay, aber... Wisst ihr, was mich beunruhigt? Wir haben keine Spritze mehr. Na gut, wir haben noch ein First Aid Kit. Oh, guck mal, da ist Feuer. Ist gut zu wissen. Es speichert, das ist nicht gut zu wissen. So. Da ist sie. What the fuck bist du denn? Ja, kämpfe halt mit einem Strommasten. Oh Gott. Steht sie drin? Ey, die macht Elektroschocks. Die Mutti macht Elektroschocks. Ich glaube, wir müssen die auf dem roten Dreh. Du bist ganz schön schnell. Okay, der hat gesessen. Mist, ich habe keine Ausdauer mehr. Komme ich hier hinters Haus? Ich komme hier nicht hinters Haus. Wow, wow, wow. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Wir können es doch in Ruhe klären. Lass uns drüber reden. Ich glaube, die Waffe ist aber auch nicht so geeignet dafür. Lass uns mal... Die hier sieht doch besser aus. Sag mir nicht, ich habe wieder durch die durchgeschossen. Es bringt nichts, weil ich dann das Rote nicht treffe. Alter! Holy shit! Ein Schlag! Aber sonst geht's ja gut. Guck mal, hier hinten liegt das Ding. Ah, guck mal. Wo ist das Muttchen? Toll. Das hat gefühlt gar nichts gebracht.
Alter, die ist aber auch ganz schön gewalttätig. Das mit dem Feuer war nicht so geil. Aber ich kann mir doch bestimmt auch einfrieren. Das geht aber bei jedem Boss. Ja, natürlich. Oh, oh. Das nenne ich auf jeden Fall mal einen Ehestreit. Viel nervt mich ein bisschen. Ich hoffe, ich muss das überhaupt da auch treffen. Ja, doch mit Explosivbolzen. War schön. Ja, auch. Jetzt haben wir keine mehr. Okay, wir können aber noch das andere nehmen. Hier die normalen Bolts, die machen ja Feuerschaden. Schnell, Buste aus. Ich glaube, es ist tot, oder? Huh. So. Bitte lass das den letzten sein. Hä, wieso ist das jetzt einfach verschwunden? Weh, du gibst nicht gut schlauer Schleim. Mindestens 5000. 10.000! Okay, gib mir mehr von den Dingern. So, immer noch Schrotze. Ist hier auch noch irgendwo was? Nix. Einfach mal nix. Ach, hier war auch noch Wasser. Egal. Wasser vor allem. Dieses brennbare Wasser war hier noch. Rauchbolzen. Okay, ich glaube, wir haben alles. So. Mein Bauchgefühl sagt mir, das war nicht das letzte Vieh. Da brauche ich echt mal Energie, ein bisschen. Hm. Wohin gehst du? Du wirst Lily nicht wehtun. Ihr wehtun? Niemals. Ich liebe sie. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde. Sie hat ein bisschen Zellulite. Jetzt übertreib doch nicht gleich! In jeder Ehe komplett ausgesaugt. Alles, alles gehört ihr. Dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen.
umarmen sie.